Unmittelbar vor Abschluss meines Studiums in Komposition und Klavier an der damaligen Wiener Musikakademie hatte ich das Gefühl, mir fehlt noch etwas. Und ich belegte daraufhin das zweijährige Hauptfach Kapellmeisterschule, eine umfassende Ausbildungsstätte zum Konzert- und Orchesterdirigenten, die sich durch regen Zulauf von Studierenden aus aller Herren Länder internationalen Ruf erworben hatte. Ich wollte einfach noch das Dirigierhandwerk erlernen, alles, was dazugehört, um mir dadurch bessere Berufschancen ausrechnen zu können. Es war ein Glücksfall, Professor Hans Swarowski als Leiter dieses Unterrichtsfaches, ihn als einen hervorragend versierten Dirigenten, exzellenten Musiker, als Lehrerpersönlichkeit von höchstem künstlerischen Rang erlebt zu haben, seine Auffassung von Kunst sowie seine umfassende Allgemeinbildung. Swarovskis Vorstellungen von Theorie und Praxis, die so oft nahe beieinander lagen, zeigten wohl auf, dass die lebendige Vermittlung seiner Lehrinhalte fast im gleichen Verhältnis zur musikalischen Praxis standen. Bei seinem Unterricht faszinierte mich die Art und Weise seiner Gedankengänge, Musik auch sprachlich zu definieren, mit geschliffenen Formulierungen, wie auch manchmal mit ironischen Seitenhieben, etwa: Der Orchestermusiker ist der natürliche Feind des Dirigenten. Er meinte damit wahrscheinlich auch eingefahrene, wie ebenso verfahrene Traditionen im Orchester aufzuzeigen, die unbequeme Stimmungen auslösen können, sowie auch zu freundschaftliche Kompromisse kaum zu dulden seien. Im Folgenden zwar mögliche, wie auch unmögliche Ansichten über Interpretation kritisch zu hinterfragen und bei Gelegenheit engagiert zu bekämpfen. Seine Strategie, sich einem Orchesterwerk anzunähern, erfolgte meist sprachlich knapp, um beim Studium der Partitur erst einmal die Grunddisposition, das Gerüsthafte zu erfassen, im Detail auch Einteilungen in Taktgruppen vorzunehmen. So trocken uns das manchmal erschien, war es doch ein sehr ökonomischer Zugang zur persönlichen Orientierung, um in der weiteren Folge Instrumentation, Formteile, Analogien, Thematik wie auch Entwicklungen offenzulegen. Aber dann Schritt für Schritt immer tiefer in das Werk einzudringen, um in letzter Konsequenz nur mehr der Musik allein verpflichtet zu sein, quasi nachschöpferisch, um der Vorstellung des Komponisten zu entsprechen bzw. nahe zu kommen. In diesem Sinne habe ich mein Dirigierstudium als Komponist verstanden und mir vorgenommen, nicht den üblichen Karriereweg eines Opern- oder Orchesterdirigenten einzuschlagen, sondern mich mit der Erarbeitung und Realisierung neuer und neuester Musik zu befassen, mich nicht nur um meine eigenen Kompositionen zu kümmern, sondern auch mit Werken anderer Komponisten und Komponistinnen mich auseinanderzusetzen, sie aufzuführen oder zu produzieren. Ganz im Sinne Swarovskis sehe ich die Herausforderung darin, gerade bei dieser Tätigkeit die eigene Klangvorstellung vermehrt einzubringen und zu schärfen, da es ja auf diesem Gebiet kaum Nachhilfen durch bereits bestehende Tonträger gibt. Er bemerkte oft: Studiert Partituren nicht nach Schallplatten. Das ist Bequemlichkeit. Für mich war auch sehr interessant, was Swarovski einmal in einer Vorlesung darzulegen versuchte, nämlich wie durch den Schöpfungsakt Musik zur Gestalt werden könnte, und resümierend sagte: Komponieren heißt schauen, wie es weitergeht. Dieser zugegeben lapidare Satz hat mich aber in zweifacher Hinsicht sehr beschäftigt. Kreativität immer neu zu erleben und mit Hilfe von Erfahrungen durch die Aufführungspraxis angeregt zu werden, wie es weitergehen könnte. Dafür und für die vielen wertvollen Beiträge seiner Unterrichtstätigkeit bin ich Hans Swarovski stets von ganzem Herzen dankbar. Am Schluss sei mir noch ein Nachsatz gestattet. Bevor ich im Jahre 1969
an der heutigen Musikuniversität eine Kompositionsklasse übernahm, war ich zuvor 8 Jahre lang in der legendären Swarovski-Klasse als Lehrer für Partiturspiel tätig. Und es wäre leicht möglich, dass der eine oder andere hier zu Wort kommende ehemalige Swarovski-Schüler auch meinen Unterricht besucht hatte. Wenn dem so ist, dann wird es mich sehr freuen.